Aquädukte, hey. Eher Pestilenz-Aquädukte. Das ist kein Wasser, was da durchfließt. Noch zwei Runden. Aber ich sehe gerade, Lord Squawk lässt sich ja immer Plague Priest rekrutieren, egal ob du das Gebäude oder hast du oder nicht. Echt? Ja. Steht gerade. Achso, die Helden, ja. Jetzt andere sind Plague Monks. Ja, genau. So, gibt Itzar auf. Nein. Ich glaube, die wissen, wie unannehmbar ihre Stadt ist. Ist auch eine von den guten Städten mit den ganz vielen Buildings dort. Verdammt, mein Typ hat total niedrige Loyalität. Mit den Ratten, ich muss ein paar Experimente ihn machen lassen. Ah, glücklicherweise keine, nur Experimente, die das Lebenslauf noch schwächer machen, aber das juckt mich halt nicht. Sind nicht da, um gut zu sein. Soll ich die Schlacht selber spielen? Ja, was? Das sind nur Zombies, das ist, glaube ich, total langweilig. Das macht's doch witzig. Ja, okay, ich spiele es selber. Ich meine, die Kavallerie ist dadurch gekontert, dass ich 8 halbe Tiere habe. Ja. Einfach an die Flanken und fertig. Piu piu. Wo ist denn mal? Oh, die Map gefällt mir. Hier ist eine kleine Erhöhung. Oh, es geht schon los. Oh ja. Macht mit den Slaves einfach irgendwas, ist mir egal. Mehr Slaves nehmen, ne? Doch, nochmal 4. Ah, tatsächlich. Oh, nochmal einer. Und noch einer. Gott verdammt, wie viel sind das denn?
kommen noch mehr. Nee, das war's jetzt, okay. Okay, jetzt mit der Kavallerie kommt dann flanken, dann renne ich mal einfach wie drauf. Der Warblightning kennt schon immer so einen blauen Blitz. Nein. Seit wann haben die einen blauen Blitz? Die hatten keinen blauen Blitz. Bestimmt irgend so eine Star Wars Promo oder so. Ja, bei mir sind die grün. Ja, bei mich. Ach, wahrscheinlich weil du Ally bist und das soll uns durcheinander kommen. Ah, okay. Die rennen deine Slaves down. Hä? Oh, wo? Ah, doch nicht. Ich dachte an der linken Flanke. Zeit für Zombie-Gemetzel. Ich hab grad noch eine Skaven-Slave-Einheit bekommen. Nachzügler. Ja. Oh, dieses Loch, was das da reingeschlagen hat, ey, so gut. Ja, die Black Knights haben sich nicht dazu entschieden, mir in den Rücken fallen zu wollen. Das ist gut, dann kann ich sie jetzt töten und weg. Und dann was Nützliches machen mit meinen. Ich versuche die Corpse Cards irgendwie ein bisschen zu killen, aber. Du hast doch die Flanke da ganz gut. Komm, ich mal einfach das hier. Oh. Das sieht sehr bedrohlich aus, wie die Skaven-Slaves durch die Lücke laufen. Ich weiß einfach, dass sie gleich komplett eingekesselt sind. Krieg ist leider ein paar Spearmans, da kommt deswegen nicht zu Count Ewald durch. Schade. Oh, warte, warte, das sind nur zwei, drei vor ihm. Er hat sich gleich durchgekriegt. Na komm. Er ist durch! Nice. Stirb, Count Ewald! Oh Gott, wie schnell kommt ihr, weil ich zum Verrecken gesagt habe, da angefangen hat. Die ganzen Slaves, die du gerade reingeschickt hast, Count Ewald, haben ihn irgendwie ein bisschen gerettet gerade. Echt? Ja, die haben eine Lücke zwischen ihm und Krieg gemacht. Oh fuck. Das war nicht der Plan. Nein, ich habe keine Wind of Magic mehr.
Oh, hinten im Festung im Hintergrund sieht verdammt gut aus. Ja, eben. Siehst du die riesen Statue? Mhm. So nice. Muss man näher rangehen. Ja, wenn ich Vampir wäre, würde ich genauso bauen. Ich habe fast gar keine Verluste, wenn ich mir das gerade so angucke. Ja, bis auf die Slaves, die ich die ganze Zeit mit wegschieße, aber die haben auch kaum Verluste. Aber die haben halt auch nichts, was Schaden macht, ne? Bis auf die Kavallerie, aber die hast du gekontert. Die Corpse Cards machen auch keinen Schaden, die halten einfach nur viel aus. Und heilen sich halt permanent. Oh, Ewald ist tot. Nice. Die Reiter sind auch tot. Ja, die Armee ist weg. Die lösen sich alle auf. Shit. Oh, meine. Durch die ganzen Zombies, meine Storm mit Schild jetzt von Bronze-Erfahrung auf Silber hochgegangen. Nice. Und der Engineer, den du hast, hat glaube ich, okay, 115 plus nochmal 40 Kills vom Plague Priest. Nee, Gracie ist es ja gewesen. Du musst ja unbedingt einen Plague Priest holen. Anstatt den Gracie. Oder tausch ihn gegen, ich weiß nicht, gibt's Plague Gracie? Bestimmt. Ja, ja, gibt's Plague und Ruin. Ich hatte den genommen, der viel Loyalität hatte. Weil ja, stimmt. Quick hat ja einen Malus auf Loyalität, also wenn du dann Crazy bekommst, überhaupt loyal ist, nicht mit 1 startet, dann ist das schon verdammt cool. Pestilent Rules, sag ich da nur. Bitte, ihr wollt Frieden. Sie wollen Frieden und wollen Geld von mir dafür. Nein, ihr kriegt kein Geld, aber Frieden. Das wollen sie nicht. Okay. Ich sehe übrigens gar keine Städte, die direkt an der Küste liegen. Wie? An der Ostküste. Gibt es keine Hafenstädte. Achso. Ja. Ich glaube einfach, weil das auch niemanden verbinden würde, denke ich. Ja, das stimmt. Ja, da ist halt nichts. Da kommen nur noch die toten Länder. Soll ich mir Liberas holen oder erstmal direkt auf Lamia marschieren? Erstmal Liberas würde ich mir holen. Lamia ist aber das, was ich wirklich haben möchte. Hol dir Lamia und schick die Slaves nach Liberas. Das wird nicht funktionieren. Wieso? Das sind Slaves. Ja und? Das sind Zombies. Du hast da einen Dings dabei. 4 Clan Rats und den Gracie, der in die Zombies reinholzen kann. Okay, das sind in der Garnison, aber ich kann nicht sehen, was das genau ist. Stink of Command! All tales are mine! I am the Plague Lord! Jetzt hab ich. Oh Gott, ey. Wenn ich den jetzt Frieden anbiete, ist die Chance hoch. Jetzt kann ich sogar Geld verlangen, die ist immer noch hoch. Deppen, ey. Eben wollten wir nicht. Ja, den Frieden hättet ihr mal nicht annehmen sollen, ja. Ich find's gut, dass alle die Fähigkeit Life is cheap haben bei den Skaven. Außer Quick hat Life is very cheap. Ah, Mist, eine Runde brauche ich noch. Lust to
Muss das mit den Skelben der beste Weg durch die Vampirländer durchzukommen, ist einfach Underwear zu benutzen. Ja. Wieso auch nicht? Ansonsten kriegst du halt die ganze Zeit die Verluste und das nervt immer bei Vampiren. Das stimmt. Will ich wirklich so viel Geld ausgeben? Ja. Muss ich ja irgendwie. Which clan? Guide us, Hooded One. Genau, Pestilence Scheme Priest heißen die. Okay, die Garnison sind Skeleton Spearmen, Zombies und Fledermäuse. Ja, das können die Sklaven tatsächlich schaffen. Ja, siehst du. Einfach nur abschauen ist das. Ich glaube, die Clan Reds alleine würden das sogar schon schaffen. Mit dem Nord. Let the bell scream, scream. Seine Garnison ist, also von Namia ist auch komplett scheiße. Der hat nur Crypt Ghouls. Und halt den Vampire mit Law of Death, oder? It beats his mind, mine. Diese Mittelmeer-Skits. Loon Decay! Aber kann ich jetzt... Ja, endlich. Ich kann meine Hauptstadt ausbauen. Stand before me and ask, foolish mortal. Die muss ich mich auch bald kümmern. Oh Gott, das müssen. Gut. Gucken wir mal, ob deine Theorie aufgeht. Angeblich ist das verloren. Ja, wegen dem Lord wahrscheinlich, aber den dürfte der Wizard packen.